Fortfahren. Sehr schräg sieht das aus. Die beiden Oh, doch nicht. Wow, wir sind am Rande der Welt. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Oh, shit. Wir sind Lehrlinge. Wir kümmern uns nur um Kriminalorganisationen. Oh. Dieses Mal nicht, Egan. Wir erwartet euch ein etwas größeres Problem. Aber euch stehen die Kriegsmaschinen zwei Türen wieder. Ah, doch, wir haben. Okay, wir schaffen das schon. Nur ein bisschen größer. Wie schlimm kann es schon sein? Irgendwie schlimm, habe ich das Gefühl. Okay, also wir haben hier oben auf jeden Fall einen zentralen Punkt. Ja. Einen zentralen Punkt, von dem, an dem wir aus verteidigen. Und wir eine Seite wieder barrikadieren, oder? Könnten wir schon machen. Und schon am besten ganz oben. Wenn ich hier barrikadiere, dann können wir das ja nur abschießen. Aber ich habe natürlich jetzt die anderen gekauft. Ist klar. Die hier zurückgesetzt, aber geht auch so. Können wir trotzdem nicht durch. Und hier können wir die Kriegsmaschine hinsetzen. Ja. Jeder auf seine Seite halt. Welche Seite gehst du? Also ich nehme die Seite hier. Ja, dann gehe ich die andere Seite. Wenn ich die jetzt so hinsetze, also ich muss mal gucken, einsteigen. Oh, ich kann da halt gar nicht runterschießen. Ich glaube, das ist auch nicht so geil. Aber die Bogenschützen können wir da hinstellen, theoretisch. Sicher. Ich weiß nicht, wo wir die Bogenschützen... Die Bogenschützen können wir die auch hier hinstellen? Ich glaube, das wäre besser, wenn du die hier hinstellst. Nee, also. Wir können die hier nicht einstellen. Nein, nein, hier, wo ich bin. Wo bist denn du? Boah, das ist viel geiler, wenn die hier stehen. Also komm mal hier runter. Ich bin hier oben an dem Turm, an der Treppe. In der Mitte. Komm mal mit. Hier außen ist so. Da draußen. Oh ja, ja, ja. Geh ich auf meine Seite und platziere auch mal. Platziere du was. Und wenn du hier so ein Ding hinstellst, oder? Wenn du den jetzt hier in die... Die wären früher auch schon praktisch gewesen. Ja gut, da kann man so, oder? Also, ja gut, also von hier aus kann ich recht gut auf das Ding zielen. Und dann nehme ich jetzt einfach hier nochmal. Hier so ein Chor. Das wird hässlich. Ja, aber nicht sicher, ob das effektiv ist, wenn man die da einstellt. Welche? Die Bogenschützen oder? Die Bogenschützen so. Also von da aus hätte ich schon gesagt, da wäre es schon, die wären da schon, also ich würde sagen, die wären da schon praktisch auf jeden Fall. Du platzierst dann normale Bogenschützen noch hier, oder? Du meinst ja normale Bogenschützen. Ja, die dieses Ding aufhalten. Meinst du die einfachen Bogenschützen? Ja. Na, würde ich hier oben würde ich einen ganzen Chor hinstellen, ganz ehrlich. Ja. Weil die eine kosten 600 und der Chor kostet gleich 2500 und da sind halt weitaus mehr drinnen als bis einer. Da kannst du, aber hier oben kannst du keinen Chor hinstellen. Echt? Ja. Ah, okay. Kann ich aber dann... Ah, ich kann die Kleine tatsächlich hinstellen. Ja. Das wird halt teuer. Ja, probieren wir das mal aus. Okay, viel Glück dann dir, ne?
Sollte klappen. Also ich stell mal einen hin. Der hier dann mal guckt. Hast du auch eine Belagerungswaffe hingestellt? Nö. Nicht. Ist nicht wo. Ziel er nicht. Also du küsst es außen hin, aber dann wird er wahrscheinlich zu fett. Ich probiere das jetzt mal so. Wir sehen ja dann, ob es klappt oder nicht. Ja gut. Hast du Bogenschützen hingestellt? Ja. Wie viele? 2 Core. 2? Ja, geh halt in den Turm reinschießen. In den Turm, nicht außen. Ja. Weiß nicht, wie du. Komm mal kurz mit, bei meiner Seite. Ja, hast du da. Das ist ja etwas. Das ist ja die andere. Wo ist denn hier dein. Ach, hier. Ja, okay, das ist ein bisschen hoch, muss ich sagen. Schießen so dann. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen ineffektiv ist, aber. Ich könnte die auch wegmachen. In den Turm könnte man sie aber nicht reinsetzen. Nee. Und von da bis. Weiß nicht, ob die da treffen. Glaub nicht. Wie meinst du? Ja, von da oben weiß ich nicht, ob die da runterschießen können. Oder ich baue halt hier aus. Du könntest auch da ausbauen. Also ich habe, bei mir ist halt, bei mir ist es halt das Praktische. Die sind halt recht weit unten. Okay, ja, nee, dann baue ich bei mir aus. Machen wir so, ich baue bei mir dann aus. Schieß, weil meine schießen halt da komplett rüber. Dann setze ich da noch einen dritten Trupp hin. Die müssten die eigentlich tot bombardieren, weil hier brauche ich jetzt auch keine wirkliche Belagerungswaffe hinstellen. Wenn ich mit der nur das halbe Feld anschießen kann eigentlich. Okay, let's do this. Ich gucke jetzt noch, dass ich hier. Ich muss aber noch gucken, dass ich hier ein bisschen bei mir da wenigstens die Treppe irgendwie ein bisschen befestige. Okay, Treppe ist irgendwie befestigt. Komm. Ja, ich bin bereit. Lass uns das ordentlich verkacken, habe ich das Gefühl. Was ist das denn? Leuchtende Teufel? Zauberin, eine ziemlich große Armee von Kreaturen, die ich noch nie gesehen habe, kommt auf uns zu. Das sind Feuerteufel, Kelsey. Und sie sind völlig immun gegen Feuerschaden. Ah. Schaut euch das an. Das ist ja praktisch. Warum bist du auf meiner Seite? Weil ich hier gucken wollte. Ja, die schießen da runter. Ach du heilige Scheiße, Alter. Oh, ich bin tot. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Jo! Da kommen sie! Die feindlichen Streitkräfte greifen an! Oh, ich bin fast dead. Unsere
Nein, die könnte durch. Die könnte fucking durch, warum könnte die durch? Sie betreten den Riss. Er hat schon betreten, schon wieder, oder? Die haben den Ding getötet. Ein Ogre ist tot. Der andere ist auf dem Weg. Der geht auch wieder. Ja, das ist halt lang. Wir brennen förmlich. Okay. Okay, also meine Bogenschützen, die haben auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlechte Arbeit geleistet. Mein Tor steht, steht noch. Aber es hat auch ja, schon ein bisschen kann ja keine setzen, das ist ein bisschen blöd. Das wird klappen. Okay, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Was ist eigentlich dieses... Was ist dieser Posten hier eigentlich? Oh Mann, das sollte reichen, was? Die Orks werden ihr Ende finden. Gibt's dafür eine Beschreibung oder so? Ich kann das Buch nicht aufmachen. Okay. Okay. Probieren wir's mal. Das wird was. Ja, ich bin ready. Okay. Geht's. Können sie nicht mehr. Hast du eigentlich schon mal diesen Ding gebaut? Diesen komischen. Ja, das war doch noch nicht weiter. Okay. Was habe ich was gebaut? Das was auf der. Das was auf der 4 ist. Nee. Das sieht recht interessant aus. Da kann man auch oben so ein Bogenschützending draufstellen. Chor oder was? Ja, also ein Bogenschützenchor. Wie kommt man da? Ah ja, da kommt man einfach rein. Da ist so ein Portal drin, das teleportiert sich dann nach oben. Ja, ich weiß aber nicht, ob die Orks es angreifen können. Ich glaub schon. Also sonst könntest du es rein, also sonst könntest du es einfach in die Mitte platzieren, die laufen außen rum und da ist, kannst du, ist halt Platz für Fallen und du kannst halt oben auch was hinmachen. Das ist halt mega praktisch eigentlich für so manche Sachen. Ich habe jetzt hier das geplantet mal. Mal sehen, ob es klappt. Okay. Schauen wir mal. Okay. Alles klar, jetzt oder nie. Wir haben nur eine durchgelassen, bist du. Da kommen weitere Feinde! Ich komm bei dir, verdammt! Oder kommen die jetzt auch gleich bei mir? Okay, dein Bogenschütz macht ja super Arbeit. Kann ich überhaupt nichts davon sehen, Alter? Ich hab ja auch keine Bogenschütze. Also die treffen halt die Hälfte von denen gar nicht. Was ist das? Ach, heilig. Und bleib am Boden. Sie brechen durch!
Es gibt ja so also einen Geschwindigkeitsbonus beim Schaden machen, okay. Ich hab den Hammer gar nicht mitgenommen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, die hauen wieder ab. Die gehen wirklich hoch und dann gehen sie wieder um. Sehr gut. Dann können wir sie schön aufhalten. Toll. Was? Ich habe da noch ein paar Bogenschützen hingestellt. Aber ich glaube, ich verkaufe meine Fallen hier oben. Hier hinstellen. Ich probiere das jetzt mal aus. Mit dem Turm? Mit diesem Turm, ja. Ich hab da jetzt nochmal Bogenschützen draufgestellt, die schießen dann nach da unten. Weißt du da eben? Warte, zeig mir mal kurz. Schauen wir das mal an. Weil das Ding hat auch keine Lebenspunkte. Na, vielleicht hat sie auch gar nicht. Ja, da kannst du hier hinten auch nochmal welche draufbauen, theoretisch. Ja. Oder warte, ich hab da eine bessere Idee, tatsächlich. Ich tu das Ding hier ein bisschen versetzen. Oder nee, ich baue zuerst da, weil dann baue ich den Turm hier hin in die Mitte. Dann müssen die da so drüber laufen. Und dann könnte ich da noch Fallen, verschiedene Fallen mit drauf tun. Und ich setze dann hier die Schützen mit hin. Wobei theoretischerweise könnte ich da auch noch eine Kanone mit hinsetzen, die dann da angreift. Komm, ich probier's mal, wie das so läuft mit dem Ding. Bist du ready? Ja, ich bin bereit. Bin Stadtler. Da kommen weitere Feinde. Okay, die kommen zuerst nur bei dir. Aber wenn es mit dem Turm funktioniert, dann könntest du theoretisch auch einen Turm bei dir hinstellen. Ja.
Und machen die das kaputt? Nein, sie laufen einfach dran vorbei. Okay, dann kann ich mir das auch mal kaufen. Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, das Ding. Oh, da liegt ein Schädel. Cool. Aber die kosten sehr viel, so viel Geld habe ich gar nicht. Wie? Der Turm? Da Dinger hinzubauen. Ja, ich kann mir nur den Turm leisten, sonst nichts. Oh, sehr gut. Ich bleib bei den Standard-Dings. Und verbessere meine Ballengrube hier nur noch ein bisschen. Ist so eigentlich gekauft. Ein dicker Schaden. Ich habe halt jetzt einfach hier 5 Bogenschützen-Korps hier rumstehen. Das ist so. Ich hoffe, dass der hintere Trupp da noch was bringt. Ich bin wieder bereit. Bin soweit. Da kommen weitere Feinde. Wiederholen. Die Armee greift an! Das hat wirklich funktioniert! Ja!
nächstes dran. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Boah. Ich die einfach da töte. Die werden sie nicht kommen sehen. Das wird klappen. Oh, tödlich. Hier kann ich nochmal hier wegmachen. Wie aus dem Lehrbuch. Und da kriege ich ja noch eine Kanone hin. Das nenne ich mal. Okay, dann habe ich mein ganzes Geld verschwendet. Und dann bist du ready? Warte, noch nicht. Ein Heiltrank. Ich bin wieder raus. Und jetzt bin ich ready. Okay. Also gut. Wir haben nur einen durchgelassen. Da kommen weitere Feinde. Ich glaube, dass am Anfang tatsächlich ziemlich schlecht aussah. Ja. Ja, weil die am Anfang durch die Barrikaden durchkommen sind. Ja. Aus irgendeinem unglücklichen Grund. Oh, Mongriff. Was zum? Ist das bloß ein verrückter, riesiger Kobold? Ja, aber er bewegt sich ziemlich schnell. Ja, Mongriff. Er springt auch über alle Barrikaden, die du hast. Ja. Wo ist der? Ist der bei mir oder ist er bei dir? Er ist bei dir. Helf mir, ihn zu töten. Ja, ich komme rüber. Wo ist denn der Wichser jetzt? Der ist hier unten bei mir. Die Feinde greifen an! Autsch. Oh, ich bin tot. Wo ist der? Da ist der. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen! Da kommen sie! Er ist tot. Er ist tot. Gut. Jetzt muss ich mich um mein Tor kümmern. Sie sind fast da! Der hier bei deinem Tor, weil bei meinem Tor, die kommt ja eh zu deinem Tor dann wieder. In unserem Rissraum sind Feinde! Mehr Feinde betreten den Riss! Das ist nur wegen diesem einen Mongo. Egal, jetzt laufen sie alle zu mir hoch und dann laufen sie zu dir runter. Gehen wir's an. Oh. Team Orden. Easy. Oh, wir haben es sogar in der Zeit geschafft. Vollkommen in Ordnung. Vier sind vollkommen in Ordnung. Ja. Ah, Marathon-Schmuckstück. Chaos freigeschaltet. Nice. Wo ist denn dieses? Ach, das Kriegsaußenposten. Ja. Chaos freigeschaltet, ey.
Das Spiel ist nice. Auf jeden Fall. Also ich finde die großen Schlachten tatsächlich ziemlich cool. Ja. Also... Sollen wir noch eine Runde? Oder nicht? Ja. Ja? Dann rein.